So, hallo YouTube. Ja, nachdem es von meinen zwei letztgekauften Messern kein Unboxing-Video gegeben hat, gibt es heute mal eins. Ja, ich habe schon wieder ein neues Messer gekauft. Und wie gesagt, ich habe gerade Zeit, bin gerade nach Hause gekommen. Paket war praktisch auf der Treppe gelegen. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Das Paket kommt von Schicksals Messerscheune. Da habe ich schon einiges gekauft. Da gibt es viele Sachen, die genau für mein Beuteschema sind. Da gucke ich mindestens jeden zweiten Tag mal rein. Nicht alles, aber die Bereiche, wo mich halt interessieren. Sprich, handgemachte Klappmesser, handgemachte Fixblades. Ab und zu mal gehe ich auch auf die Productions und schaue nach. Aber meistens eher so die Customs. Ja, Name ist ein gutes Stück schon. Und es ist wieder ein Fixed vom Nico Fetting. Das war einfach eine Gelegenheit. Solche Fixed und vor allem solche kleinen Fixed sind eigentlich gar nicht mein Beuteschema. Aber da konnte ich einfach nicht widerstehen. Das kann auch sein, dass ich das Messer gar nicht großartig benutze. Das ist einfach in der Sammlung. Ich habe viele feststehende Messer, die einfach so zu meiner Sammlung gehören und die selten dabei sind, wenn ich fortgehe. Und bei dem muss ich mal sehen. Also einstecken kann man es auf jeden Fall mal schön, weil es ist halt relativ kompakt. Und hier mit dem Clip kann man das schön in der Hosentasche tragen. Am Gürtel wahrscheinlich auch, muss ich mal ausprobieren. Ja. Machen wir nochmal einen schnellen Größenvergleich. Einmal mit einem bekannten Messer, und zwar das Barra 3. Und das letztgekaufte Messer vom Nico Fetting, der Nigger. Das ist schon eine andere Hausnummer. Also bei der Griff- und bei der Klingenlänge ist es was ganz anderes. Und wie man sieht, ist ja auch das Barra 3, wo ja auch kein Riesenmesser ist, auch ein Stück länger. Hier. Ja, freue ich mich, werde ich mir gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben hier einen Griff aus Knochen. Die Bolster hier vorne, bin ich mir gar nicht so sicher, ist wahrscheinlich Kupfer, laut Beschreibung. Und die Klinge ist typisch Custom, ein RWL 34 Stahl. Mal schauen. Ja, Gebrauchsschärfe ist da. Ja, ne, ganz gut scharf. Das andere ist nicht ganz so scharf angekommen. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. Aber das. Also von der Größe her kann man wahrscheinlich auch kräftig mitarbeiten, weil es eben bei mir die Hand voll ausfüllt. Die Klinge ist natürlich kurz. Gute 6 cm. Weiß nicht genau, 6,3, 6,4, sowas in der Art. Ja, okay. Ja, jetzt so hinter der Kamera kann ich es gar nicht so genau anschauen. Das mache ich jetzt gleich mal, wenn die Kamera aus ist. Okay, dann mal wieder danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.